Ohio und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, weil Phoenix und Layton nach Hause wollten und sich mal ein bisschen auspennen wollten. Wir sind noch nicht reingegangen, das wollen wir jetzt aber machen und ich wollte mal ganz kurz gucken hier, was sagt er hier? Direkt neben dem Fischhändler befindet sich ein Fleischer, der Laden ist sogar noch offen. Krass. Habe ich hier irgendwas übersehen gehabt mal? Glaube aber nicht, ne? Gut, geh mal rein. Komm, wir wollen reingehen. Nun denn, ziehen wir uns alle zurück. Ah, sind Sie das, Fräulein Meier? Hey, Luke, was ist denn los? Kannst du nicht schlafen? Ich bin irgendwie aufgewacht. Sie wahrscheinlich auch, oder? Sie machen sich Sorgen um Sophie, richtig? Ja. Schließlich haben Sie hier zusammen gewohnt. Sie ist bestimmt wie ein Familienmitglied. Aber Sie und Herr Wright haben sich genau wie wir in Labyrinthia wiedergefunden, nicht wahr? Es sieht ganz so aus. Obwohl wir angeblich schon seit 5 Jahren hier wohnen. Aber diese Erinnerungen, irgendwie sind sie nicht real. Ich habe keine Ahnung, wie ich überhaupt zu solchen Erinnerungen komme. Aber das ist noch nicht alles. Selbst die Chefin, scheint dieselben Erinnerungen zu haben. Sie hat sich so um uns gekümmert. Immer wenn ich darüber nachdenke, kommt es mir so vor, als würde ich sie betrügen. Ich glaube, deshalb brauchen Sie sich nicht schlecht zu fühlen, Fräulein Meier. Es ist ja nicht Ihre Schuld, dass Ihre Erinnerungen sich verändert haben. Selbst wenn die Erinnerungen anders sind, sind Ihre Gefühle für Becky und Sophie bestimmt echt. Du hast absolut recht, Luke. Danke, jetzt fühle ich mich schon besser. Gern geschehen, nicht der Rede wert. Es ist die Pflicht eines jeden Gentlemans, hätte ich jetzt erwartet. Das ist es! Ich habe beschlossen, mich echt anzustrengen und gut zu schlafen. Cool. Streng dich anzuschlafen. Auch cool. Ich weiß zwar nicht, ob man gut schlafen kann, wenn man sich anstrengt, aber ich versuche es auch mal. Fräulein Meier? Haben Sie gerade etwas gesagt? Ich? Nein, gar nichts. Aber ich habe ganz sicher etwas gehört. Vielleicht kam es von draußen. Ich frage mich, was es war. Sehen wir doch mal nach, Luke. Hey, ist das da drüben nicht Becky? Sie scheint etwas zu suchen. Nora, huhu, Nora. Meine Güte, wo mag diese Katze bloß sein? Normalerweise streunert sie um diese nachtschlafende Zeit doch nicht herum. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um Sophie, nicht wahr? Sophie... Ich frage mich, was sie wohl gerade macht. Weint sie sich in den Schlaf? Keine Sorge, Sophie. Du bist nicht allein. Und wir werden schon dafür sorgen, dass du heil zurückkehrst. Und dann setzen wir uns alle zusammen, um glücklich gemeinsam zu essen. Chefin. Sie sorgt sich sehr um Sophie. Sie sieht wirklich traurig aus. Stimmt. Es muss sehr schwer für sie sein. Fräulein Meier, ich habe eine tolle Idee. Lassen Sie uns für Sophie nach Nora suchen. Wenn Nora noch nicht wieder da ist, sobald Sophie nach Hause kommt, vermisst sie ganz sicher. Und Frau Becky könnte sich auch ein wenig entspannen. Oh, Luke, du bist ein kleines Genie. Lass uns für Sophie und Becky nach Nora suchen. Aber ich frage mich, wo sie hin ist. Vielleicht finden wir sie schneller, wenn wir ein bisschen herumfragen. Nora erkennt man leicht wieder. Sie ist ziemlich auffällig und trägt dieses Tuch um den Hals. Und ich bin mir sicher, dass sie jemand gesehen haben muss. Luke, du bist nicht nur ein kleines Genie, sondern ein super mega großes. Das war doch gar nichts. Schließlich bin ich der Lehrling des Professors.
Alles klar, suchen wir zuerst im Stadtzentrum. Einverstanden, Fräulein Maya. Aber wir sollten vorsichtig sein, immerhin ist es Nacht. Naja, keine Sorge, Sie können sich auf mich verlassen. Eine Dame zu beschützen ist die Pflicht eines jeden Gentlemans. Da haben wir den Satz hier wieder. Gehen wir, Maya. Als die Erwachsene hier, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich auf Luke aufpassen sollte. Okay, jetzt sind wir nur mit Luke und Maya unterwegs. Ui, jetzt müssen wir Nora finden. Ich würde mal direkt sagen, bewegen. Ich habe wirklich keine Ahnung wo, aber ich gehe mal gerade davon aus, dass wir vielleicht hier hinten wiederfinden. Da waren wir schon. Da hat uns Sophie einmal hingebracht. Fangen wir mal direkt von hier an. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier finden werde. Ich sehe sie hier auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Art wir die finden werden. Okay. Aber hier scheint sie nicht zu sein. Dann gehen wir mal eins wieder zurück. Weiß überhaupt nicht, wieso Sophie uns dahin geschleppt hat. Oh, cool. Sind wir hier. Waren wir mal da. Ich hoffe, dass Nora nicht hineingeklettert ist. Das würde sie, glaube ich, nicht tun, weil sonst hätten wir das schon entdeckt. Da ist was. Nehmen wir doch mit hier. Hinweismünzen. Ach, wir haben die Hinweismünzen hier noch gar nicht. Ist natürlich auch gut zu wissen. Da haben wir die zweite. Räusper. Da ist die dritte. Gut, haben wir die auch. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass wir die relativ schnell finden würden. Gucken wir mal hier. Markt im Westen. Gut, fragen wir mal ihn hier. Entschuldigt. Was gibt es denn, Jüngchen? Hast du etwas zu verkaufen? Es muss ja ein dringender Fall sein, wenn ein junger Bursche wie du meinen Laden um diese Zeit aufsucht. Was für ein Laden ist das hier eigentlich? Ich sehe hier nur Töpfe und sowas. Dies ist ein Pfandhaus, werte Dame. Nun sagt schon, was verkauft ihr? Eigentlich sind wir nicht geschäftlich hier. Wir sind auf der Suche nach einer Katze. Es ist eine niedliche schwarze Katze namens Nora. Ihr habt sie nicht gesehen, oder? Eine schwarze Katze? Es kommt mir so vor, als habe ich sie gesehen. Doch. Ja? Nein, ist es zwecklos. Ich hatte den Eindruck, mich beinahe erinnern zu können. Doch. Ich habe etwas auf dem Herzen und ich kann mich deswegen... Ich habe etwas auf dem Herzen und kann mich deswegen schwer konzentrieren, versteht ihr? Wenn ich es bloß lösen könnte. Ein Rätsel! Yay! Ah, spielt ihr etwa auf ein Rätsel an? Dann löse ich es ratzfatz für euch. Ich helfe auch mit. Fräulein Maya ist noch eine Anfängerin auf dem Gebiet. Einverstanden, Luke. Wir schaffen das, richtig? Ratzfatz! Das ist ein Anspruch auf Pokémon. Dann packen wir es an, werte Dame. Die Mäuse sind seit kurzem etwas lästig. Ich will diese Mäuse fangen, die mir im Laden Schwierigkeiten bereiten und ihnen eine Lektion erteilen. Okay, ein Rätsel. Rätsel Nummer 26. Mäusebande. Oh, das sieht cool aus da oben mit Maya und Luke. Chibi-Charaktere so. 8 Mäuse werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die blaue Gruppe besteht aus braven, ehrlichen Mäusen. Die orange Gruppe besteht aus verschlagenen Mäusen. Ordne die 8 Mäuse im unteren Bildschirm nach dem Vorbild der Mäuse im oberen Bildschirm den richtigen Gruppen zu. Das darf ja nicht allzu schwer sein. Weh. Okay. Woran erkenne ich die denn bitte? Hä? Also den hier würde ich schon da einsetzen. Woran erkenne ich die denn jetzt genau? Der ist da. Naja. Ich weiß nicht. Die erkennt man so schlecht auf dem unteren Bildschirm. Die sehen so komisch aus. Auf jeden Fall haben wir hier den Ritter. Der kommt da hin. Ah, hier sehe ich an der Wange. Der kommt da hin. Aber. Gut, der dahin.
Ich weiß nicht, die dahin? Ja, die beiden kann ich nicht zuordnen. Ich verstehe die beiden nicht, da die anderen. Die in der Mitte hier übrigens auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige ist. Die anderen waren ja noch relativ einfach. Na gut, geht so. Weil die hat hier keinen Bart. Ey, das ist schwieriger, als man denkt. Ich glaube, die dahin vom Design her würden eigentlich nur noch die hier übrig bleiben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Die beiden haben irgendwie keine Merkmale von denen da oben. Die anderen kann man ja leicht erkennen, aber die beiden hier, ich verstehe die nicht. Die haben nichts dabei oder... Ah, am Schwanz. Am Schwanz kann man die noch erkennen. Hoho. Aber da sehen die auch ein bisschen komisch aus. Na, ob das dann so stimmt, was ich da gemacht habe, weiß ich auch nicht. Wenn ich auf den Schwanz so achte, dann stimmt da was nicht. Um ehrlich zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass es dann gleich richtig sein wird, wenn ich nur auf das Aussehen jetzt geachtet habe. Hier könnte ich nur... Dann müsste die dahin und die dahin. Obwohl irgendwie auch nicht. Ich glaube irgendwie nicht daran. Ich mache mir mal einen Tipp hier. Die graue Maus mit der Krone gehört in die Orange, ne? What? Mit der Krone in die Orange? Ha! Also muss ich doch auf die Schwänze da achten, quasi von den Mäusen. Gut, Neustart. Der Tipp ist noch da, oder? Ja, gut, der ist noch da. Gut, also wissen wir schon mal, die kommt dahin. Das wäre geklärt. Das erkenne ich. Woran erkenne ich das denn so gut? Also, die Schwänze da von den Mäusen, da sind ja relativ gut sichtbar. Also muss ich auf diese achten. Aber gut, ey, nee. Das ist ein blöder Tipp, den ich mal bekommen habe. Die kommt auf jeden Fall, glaube ich, da dann hin. Und da kenne ich das denn so gut? Die, ich glaube, aber auch hier, oder? Ich mache den da hin. Der passt da von links her. Du mal da hin. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Irgendwie, wenn ich mich nur an den Schwänzen orientieren soll, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Da bin ich so unschlüssig gerade. Bin ich wirklich unschlüssig? Ich habe keine Ahnung. Den unten kann ich nicht zuordnen. Was sagt der hier noch? Mit dem weißen Bart, wo habe ich den hingepackt? Die kommt also hier hin. Ja, aber wo denn da hin? Was weiß ich? Da müssen ja 5 Stück immer rein. 4 Stück. Dann habe ich die ja schon, wenn das denn stimmt. Das glaube ich irgendwie nicht mal. Dann kann ich ja nur noch die beiden dahin packen. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Das kann nicht richtig sein. Nee. Wenn das jetzt da... Los geht's, Fräulein Meier. Trollolol. Irgendwie habe ich nicht dran geglaubt, aber es war doch richtig scheinbar. Ausgezeichnet, die Kleidung und Farben der Mäuse sind völlig egal. Sie haben sich nur durch die Richtung, in denen ihr Schwanz zeigt, verraten. Ja, das stimmt, wirklich. Ich habe auch wirklich... Ha, meh. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr solch ein schwieriges Rätsel einfach löst. Ich bin beeindruckt. Alles klar. Dann ist das entschieden. Jetzt bin ich der neue Lehrling des Professors. Jo. das sehe ich anders. Der Professor hat nur einen Lehrling, und zwar mich. Wollt ihr nun über die Katze sprechen oder nicht? Natürlich!
Wir würden sehr gerne etwas über die Katze erfahren. Also, Herr Pfandverleiher, was könnt ihr uns sagen? Nun, ich habe die Katze nicht direkt gesehen. Doch, ich habe mit Gewissheit gehört, wie ein Minesänger beim Brunnen eine schwarze Katze besungen hat. Beim Brunnen? Verstanden, vielen Dank, wir sehen gleich dort nach. Das ist schon mal ein entscheidender Hinweis, dann können wir direkt, weiß gar nicht, wo war der? Ne, der war oben hier. Da, da, Stadtzentrum, ja, hier ist der Brunnen. Hi, du, als nächstes, sofort. Guten Abend, mein Herr. Wir würden euch gerne etwas fragen. Was ist denn mit euch los? Ihr seid ja heute Abend so still. Oh oh. Ich frage mich, was er hat. Vielleicht Halsschmerzen? Was sagt denn jetzt da? Chesta la vie, Chesta la vie. Chesta la vie? Ich habe keine andere Wahl, als mich zurückzuziehen. Chesta la vie. Na sowas. Ach, ein Eindringling kam, die Freude am Singen er mir nahm. Als Bade kann ich nur klagen, wie soll ich einen Rivalen schlagen? Beruhigt euch bitte, was meint ihr damit? Was? Oh, jener Bart gehüllt in farbiges Gewand, ein Papagei ihm geht zur Hand, so verwegen er ward. Sein gar so anmutiger Gesang zieht einen jeden in seinem Bann. Gehüllt in tristes Gewand, kein Vogel geht ihm zur Hand. Beim Bade Drosselbart mit Namen. Ein Name solch verwegender Bade kann kaum ebenbürtig begegnen. Ah. Anscheinend ist ein staunenswerter neuer Rivale aufgetaucht. Wehe mir! Naja, für den Anfang könnte er ein wenig Aufmunterung vertragen. Aufmunterung? Ein Klecks Farbe, ja, das wäre fein. Das ließ mein trüben Gedanken Vergangenheit sein. Komm, mach einfach das Rätsel hier. Ihr braucht Farbe? Helle Farben, leuchtende Farbe wie diese! Ach, da ist doch das Rätsel. War doch klar, dass hier auch wieder ein Rätsel auf uns wartet. Hey, das sieht cool aus. Glasmalerei. Das Bleiglasfenster oben wurde mit vier leuchtenden Farben gestaltet. Bemale das benachbarte Fenster so, dass zwei aneinander grenzende Farben nie dieselbe Farbe haben. Oha. Denke gut darüber nach, welche Farben am besten für welches Feld geeignet ist. Berühre die gewünschte Farbe auf dem unteren Bildschirm, um sie auszuwählen. Nachdem du eine Farbe gewählt hast, berühre einfach eine Fläche, um sie mit dieser Farbe zu füllen. Beachte, Gelb kann nur einmal gewählt werden. What? Eine schöne bemalte Fläche zu berühren, während eine andere Farbe ausgewählt ist, füllt das Feld mit neuen Farben. Bemale das Bleiglasfenster so, dass nie zwei nebeneinander... Ja, habe ich doch gerade gefunden. Hä? Wiederholt euch nicht. Gut, Jo, es ist... Wenn ich mich da oben nachrichten würde, dann wäre das ja relativ einfach. Dann gehe ich hier einfach hin. Ey, das sieht cool aus. Coole Animation. Aber ich glaube nicht, dass da oben dann die Lösung sein wird, weil das wäre ja gar nicht logisch. Ui, das ist gar nicht so leicht. Wenn ich jetzt hier... Dann da... Nein, das ist schon falsch. Nein. Da... Da. Nein! Okay. Jetzt könnte ich da einmal blau. Da kann ich grün. Ah, da oben habe ich jetzt ein Problem. habe ich mir wohl zu vorherlich gehandelt, ne? Da oben habe ich ein Problem. Ein großes Problem. Da oben habe ich ein Problem jetzt. War nur, das ist das einzige Problem irgendwie. That is the only problem. Da muss das ja rein, das geht ja nicht anders. Also die Gelb jetzt, das geht gar nicht anders. Oder eins von den beiden zumindest, weil... Sonst ist das so Problem. Wenn ich da jetzt mal hinmache, das ist alles falsch, weil da...
Meh. Ne? Obwohl, wenn ich da die Gelb rausmache und da das rein, dafür da blau und da blau. Was halten Sie denn davon? Dann ist es richtig. Professor, geschafft! Der Professor ist gar nicht hier. Fabelhaft, nichts hält den Tag so auf wie ein paar leuchtende Fenster, leuchtende Farben im Fenster. Yay! Seht euch das an, Herr Drosselbart, die Farben sind wunderschön! Kopf hoch, ein Bade wird doch nicht nach seinem Aussehen beurteilt. Ich bin mir sicher, dass euch viele Leute weiterhin zuhören, Herr Drosselbart. Ja, genau, ich würde jedenfalls gerne noch mehr eurer Lieder hören, ich nicht. Ehrlich? Nein! Ja, ehrlich! Nein! Wahrlich ehrlich? Nein! Ganz ehrlich? Nein! Nur wenn du mir verrätst, wenn du dem Lied, wo die Katze ist. Oh, aber ja, ihr habt recht. Nun geht es mir nicht mehr so schlecht. Ich bin wie ein Neugeborener und fühle mich nicht mehr verloren. So singe ich fortan, singe, singe, am Morgen, am Mittag und am Abend, mein Lied doch erklinge. Das ist schon besser. Wenigstens konnten wir ihn genug aufmuntern, um ihn wieder zum Singen zu bringen. Ja, Sie haben recht. Das ist wirklich eine Erleichterung. Der Heiterkeit zum Dank erhaltet ihr meinen Gesang. Gern geschehen. Trotzdem scheint es irgendwo in der Stadt noch einen Minesänger zu geben. Oh, gütige Leute, was mag es nur sein? Das führt euch her, sagt Drosselbart, was ist euer Begehr? Oh, richtig, fast hätte ich's vergessen. Herr Drosselbart, habt ihr vielleicht irgendwo eine schwarze Katze gesehen? In der Tat habe ich eine Katze gesehen. Will singen von ihr, da ist euch genehm. Eine schwarze Katze mit geschmiegenem Fell, gejagt und verfolgt, lief zur Hauptstraße schnell. Gejagt von drei Rittern, die fingen sie nicht. Geschwind die Katze, ward ihnen entwischt. Das ist es, Luke! Nora muss zur Hauptstraße entwischt sein! Kommen Sie mit, Fräulein Maya, da gehen wir hin! Alles klar, er hat gesagt, Nora wurde verfolgt, beeilen wir uns! Gut, dann wollen wir mal direkt hingehen. Und runter geht's, dahin, genau. Da haben wir schon die drei Ritter. Na, was sagt ihr so? Wenn wir nicht endlich diese Katze finden, entkommt sie uns noch. Hey, gönnt uns mal eine Pause. Wie lange wollt ihr denn noch hinter der Katze herjagen? Wenn wir nicht auf unseren Posten zurückkehren, geht der Hauptmann in die Luft. Aber ich bin mir sicher, dass diese Katze ein Streuner ist. Und der Ehrenkodex der Ritter besagt, Mensch und Tier gleichermaßen zu retten. Wir haben aber nichts anderes gemacht, als sie herumzujagen. Mann, warum müsst ihr in unserem Trupp sein? Haben Sie das gehört, Fräulein Maya? Die Ritter sprechen von einer Katze. Japp, und ich wette, sie reden von Nora. Japp. Fragen wir sie einmal. Entschuldigt bitte, mein Herr. Wir suchen nach einer schwarzen Katze. Und haben euch von einer sprechen hören. Wir suchen nach einer schwarzen Katze mit einem lilafarbenen Halstuch. Nanu, eine Katze sagst du? Das muss... Hey, Moment mal! Sind diese beiden nicht diejenigen, die Inquisitor Flamberg im Prozess solche Schwierigkeiten bereitet haben? Genau, das sind die zwei. Sie gehören zu diesem Verteidiger. Was wollt ihr von uns? Macht, dass ihr wegkommt, sonst kriegt ihr unseren Zorn zu spüren. Ich weiß nicht von einer Katze, ich weiß nichts von der Katze, die ihr sucht. Was? Aber ich habe doch gehört, wie ihr davon spracht, eine Katze gejagt zu haben. Genau, das habe ich auch gehört. Ihr habt euch Sorgen gemacht, dass sie entkommen konnte. Selbst wenn, weiß ich nun mal nicht, was ich nicht weiß. Und kann nichts verraten, das ich nicht verraten kann. Na los, sag es einfach, diese Katze ist wichtig. Auch wenn ihr noch so oft fragt. Haben wir nichts mitbekommen? Haben nichts gesehen? Oder gehört?
Die Karikatur von den drei Rittern finde ich gerade ziemlich genial. So, Rätsel Nummer 28. Ritterliches Wirrwarr. Drei griesgrämige Ritter behaupten, sie hätten Nora die Straße entlang spazieren sehen. Leider sind sie nicht sonderlich hilfsbereit und geben dir sehr unklare Hinweise. Nutze die Karte zusammen mit dem Hinweisen der Ritter, um herauszufinden, welchen Weg Nora gewählt hat. Beginn dazu bei S und zeichne den Weg bis zum Katzensymbol auf der Karte ein. Okay, berühre das Symbol S, das S-Symbol, und führe den Touchpen über den Touchscreen, um den richtigen Weg einzuzeichnen. Solltest du einen Fehler machen, führe den Touchpen entlang des Weges zurück, um ihn verschwinden zu lassen. Du kannst nicht zweimal an derselben Stelle vorbeigehen. Sobald du den Weg eingezeichnet hast, kannst du Antwort berühren, um zu sehen, ob du richtig liegst. Das ist quasi eine Art Labyrinth. Also warte mal. Das sind Dinger, wo sie lang gegangen sind. Rein theoretisch kann ich auch einfach so sagen. Hier. Ich bin da. So, nee. Ich muss ja da entlang gewesen sein, wo sie sind, ne? Da sind drei Statuen eingezeichnet. Und an jenen sind sie irgendwie vorbeigekommen. Gut, ich würde dann aber eher gerade sagen, so. Warte mal. Was hat's denn da mit der mittleren auf sich? Das ist jetzt gerade ein bisschen. Nee. Ich muss da irgendwie. Das geht so nicht. Nein. Also gut, ich muss einmal irgendwie geradeaus durchkommen. Das ist irgendwie ziemlich seltsam. Ich muss da ja entlang kommen, ey. So, warte nochmal. Ja, nee, ich wollte das hier. Ja, das ist ja nicht richtig, was da oben eingezeichnet ist. So, warte mal hier. Welchen Weg Nora gewählt hat. Oha. Okay, an ganz vielen Häusern ist sie auf jeden Fall vorbeigekommen. Also im Endeffekt muss sie einmal hier lang. Das klappt aber nicht, weil dann... Das wäre das Einzige, was möglich wäre irgendwie. Aber irgendwie... Stimmt da was nicht. Ich meine, bei der einen Statue ist er einfach nur vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht, aus welchem Winkel die gemacht wurden, ey. Nein. Geht doch zurück, danke. Wenn ich jetzt hier... Aber, ey, hallo, danke. Das klappt aber irgendwie alles nicht so. Wenn ich hier... Das ist aber auch falsch. Bei den Statuen geht er einfach irgendwie dran vorbei. Bei den einen ist er quasi so. Also das wäre quasi die da oben dann wahrscheinlich. Bei der anderen biegt er dann quasi... Kommt er von irgend... Hallo, danke. Wo und biegt ab. Das muss aber die da sein. Rein theoretisch. In der Theorie, aber nicht in der Praxis. Warte mal, nicht da so. Nee. Das gehen? Ich weiß nicht. Das ist krass, das Rätsel. Bei den Hinweisen, Nora hat allem Anschein nach viermal die Richtung geändert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viermal nur. Das ist auch schon ein guter Hinweis. Wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nein, gut. Das Rätsel ist blöd. Also da hätte ich jetzt einmal. Zwei. Also jetzt habe ich einmal. Das muss irgendwie. Das geht ja gar nicht anders.
Wenn er da einmal so entlang gelaufen ist, dann muss das ja stimmen. Gut, das Problem ist, das stimmt nicht mit den Statuen da überein. Ja. Doch. Doch! Nee. Was laber ich eigentlich gerade? Dann, ich kann da nicht so, meh. Warte mal, der muss ja gar nicht an allen drei Statuen, ey, ne? Warte mal, wenn ich da jetzt so... 1, 2, 3, 4, 5, ne, warte mal. Das stimmt auch was nicht. Ich muss das nur irgendwie schaffen, dass er da entlang kommt. Das andere ist fast schon irrelevant. Damit habe ich jetzt zweimal schon die Richtung geändert. So habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Das ist zu viel. Zu viel. Das ist zu viel. Das stimmt nicht. Hä? Sagen denn alle die Wahrheit? Achte auf den Hinweisen, den der Ritter auf der rechten Seite gegeben hat. Ja. Es gibt nur einen Weg, den Nora genommen haben kann, um an der Stelle links von der Statue vor... Ach, dass die Richtung steht... Links, ja. Das wäre das in der Mitte. Ich meine, das muss. Das muss ja. Aber links... Ah. Das macht auch keinen Sinn. Sven S. 2, 3, 4. Das sind 4 Stück. Aber das stimmt ja nicht. Dann ist er ja nicht gerade ausgegangen. 4-mal. 1, 2. Hä? Wo erkennen die bitte 4-mal? Check ich gerade nicht. Ich meine, wenn ich den in der Mitte da trauen kann, dann muss er ja hier vorne, also ich zeige dir das mal gerade ganz kurz ein, da muss der entlang gegangen sein. Geradeaus. Das andere macht keinen Sinn. Der muss da entlang gegangen sein, und zwar gerade. Gerade. Außerdem muss er von links, ja. Boah. Wenn ich dem Glauben schenken darf. Das ist aber... Das passt nicht. Das Einzige, was passen würde, wäre diese komische S-Form. Die war irgendwie so. War das das? Nein. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Also da ist er jetzt gerade. Da ist er abgebogen, aber... Da ist er jetzt nicht da vorne entlang gegangen. So stehe ich nicht. Stehe ich nicht. Das stimmt so nicht. Nora ist an allen drei Statuen vorbeigekommen. Wenn man dem Ritter auf der linken Seite glauben darf, muss Nora bei einer der Statuen links abgebogen sein. Ist sie ja. Wenn sie... Ha! 4-mal Richtung geändert. Dann stimmt das in der Mitte ja nicht. Das kann ja gar nicht stimmen dann irgendwie. Packen wir es an. Aber das stimmt nicht. Siehst du? Danke. Aber wir waren doch so ein gutes Team. Ja, das weiß ich doch. Aber ha. Das kann, das, hä? Wie kriege ich denn da ein S dann noch raus, wenn ich vom S da oben anfangen muss? Das muss irgendwie, das geht nicht anders sonst. Da muss der so entlang gegangen sein. Ich meine, alles andere macht keinen Sinn, so wie die Karte eingezeichnet ist. Ergo. Das sind schon mehr als 4. Hier stand 4. Die Richtung hier. 1, 2, 3. Das sind über 4. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Das sind 6. Ich peil's nicht. Ich peil's gerade echt nicht. Hier kannst du die Hälfte eines Weges sehen, den Nora gewählt hat. Hä? Obwohl, es stimmt eigentlich. Es wurde ja nicht gesagt, dass es unbedingt... Stimmt eigentlich. Hier, warte, das ist der super Hinweis. Toll.
Das ist ja jetzt schon fast Noob-like. Ich hab mich echt doof angestellt. Der muss da ja gar nicht entlang gegangen sein da. Das kann doch genauso gut. Ey, das S hatte ich vorhin schon mal. Das hatte ich sogar vorhin schon mal. Wenn das jetzt richtig ist, ne? Das kann aber irgendwie nur richtig sein, oder? Los geht's, Fräulein Meier! Nee. Nö. Oh Mann, das war wohl nichts. Dann biegt er hier direkt ab. Aber das hatte ich doch vorhin auch schon. Ha! Oh mein Gott, dieses Rätsel ist blöd. Ah nee, das geht noch weiter da. Na halt so. Noch ein größeres S. Das andere wird ja gar nicht mehr gehen dann. So. Packen wir es an, Luke. Ich mag das Rätsel nicht. Wir haben es geschafft. Yay. Ich hab das Rätsel richtig verkackt. Wir haben nichts gesehen oder gehört und wissen nichts und wir verraten auch nichts, hm? Wir haben herausgefunden, wo Nora ist, Maya, und wissen auch, wohin sie genau, wohin sie läuft, nicht wahr? Natürlich, es sieht ganz so aus, als wäre sie zum Stadtplatz gerannt. Nein, wir haben doch nichts verraten. Wie habt ihr es herausbekommen? Könnt ihr Gedanken lesen? Ja, wir sind Hexen. Nein, die Antwort war im Rätsel versteckt. Oh, und solltet ihr nicht zurückgehen, bevor euer Hauptmann ausrastet? Touché. Wann habe ich mich angestellt bei dem Rätsel? Es war also wirklich eine S-Form. Wir sind ganz nah dran, Nora zu finden, Luke. Richtig, wir sollten sie schnell suchen, bevor wir noch woanders, wo sie, bevor sie noch woanders hinläuft. Auf jeden Fall. Aber weißt du was? Mir gefällt dieses Rätsellösegefühl wirklich. Weißt du, in dem Moment, als mir die Antwort klar wurde, hatte ich es einfach richtig angefühlt. Und ich hatte recht. Hey, ich hatte auch recht, wissen Sie? Naja, gehen wir. Gut, Stadtplatz. Sag mir nicht, das war da oben. Hier ist der Stadtplatz. Also war sie doch hier. Trollolol. Wo ist sie denn hier? Gloria? Ihr seid es. Großinquisitorin Gloria! Oh, ihr beiden seid das. Ist es nicht etwas spät für euch, noch draußen herumzustreunern? Was macht die denn hier? Hallo? Und was macht ihr eigentlich hier? Irgendwie seht ihr anders aus. Nun, sieh an. Ihr stellt ja ziemlich viele Fragen. Ich bin die Großinquisitorin, falls ihr euch erinnert. Wie dem auch sei, ich bin im Dienst. Im Dienst? So spät abends? Solange es Hexen in dieser Stadt gibt, werden auch magische Verbrechen begangen. Ich leite die Ermittlungen der Ritter in einem gewissen Vorfall, der diesen Glockenturm betrifft. Ein gewisser Vorfall? Vor 3 Monaten wurde ein Alchemist, der nicht weit entfernt wohnte, ermordet. Selbstverständlich geschah dies durch die Hand einer Hexe. Habt ihr Alchemist gesagt? Eine Hexe hat einen Alchemisten mit Hilfe von Magie ermordet? Das ist ja schrecklich! Allerdings... Das war ein furchterlegender Vorfall, fürchterlicher Vorfall. Und der einzige noch ungeklärte Vorfall? Aus diesem Grund arbeiten wir die Nacht durch an dem Fall. Begebt euch heim in bequeme Betten, wir wollen doch nicht, dass ihr einer Hexe begegnet, nicht wahr? Hey, ich bin kein kleines Kind, wisst ihr? Du meinst wir, Luke? Wir suchen nach einer Katze, einer schwarzen Katze namens Nora. Nora? Ach, habt ihr sie gesehen? Ich habe nicht das geringste Anzeichen einer Katze gesehen. Nicht hier. Oh, wirklich nicht? Aber sie muss doch irgendwo sein. Komm, Luke, lass uns noch weiter suchen. Ja, Sie haben recht, Fräulein Maya.
Also, danke, Großinquisitorin Gloria. Maya Fey. Ja? Was ist denn nur? Was ist denn? Komisch. Ich kann mich nicht erinnern, euch meinen Namen gesagt zu haben. Selbst an den unwahrscheinlichsten Orten, unwahrscheinlichsten Orten gibt es Hexen. Ihr müsst wachsam bleiben. Zum Beispiel genau vor dir? Boah, ich bin mir immer noch unsicher, ob das nicht eine Hexe ist. Ihr habt das auch in die Kommentare geschrieben, dass sie wahrscheinlich eine ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, alleine wegen dem Handschuh, den sie getragen hat. Da, gut, es könnte natürlich auch ein Ritterhandschuh sein oder so, aber der sah ziemlich verdächtig aus zu der ersten Zwischensequenz, die man so hatte. Was meint sie denn damit? Hey, Fräulein Maya, hier drüben, ich hab Nora gefunden. Was ist denn? Kommen Sie schnell! Ah, klar, in Ordnung, ich komme schon! Bam! Layton! Sie ist die Großinquisitorin und Anführerin der Inquisition. Ihre Ansicht zu Hexen und Hexerei sind genauso streng wie ihre Einstellung gegenüber ihren Untergebenen. Sie arbeitet unbarmherzig alleine in der Nacht und hegt einen tiefen Groll gegen Hexen. Warum ist mir unbekannt? Unbekannt. Ja. Sind wir doch wieder hier. Miau. Nora, endlich haben wir dich gefunden. Miau. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Sophie wäre sehr aufgebracht, wenn dir etwas passieren würde. Das wäre sie ganz sicher, Luke. Sie hat gesagt, dass Nora eine treue Freundin ist. Hoffentlich geht es der Chefin auch besser, wenn wir Nora nach Hause bringen. Das wird es bestimmt. Kommen Sie. Wir gehen zur Bäckerei zurück. Miau. Gut, bewegen. Wollen wir mal. So. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich frage mich, ob schon alle schlafen. Es wird bald Tag. Wir sollten leise hineingehen und versuchen, niemanden zu wecken. Ja, ihr werdet wahrscheinlich alle wecken. Miau. Wohin um alles in der Welt könnten die beiden bloß gegangen sein? Nach allem, was schon passiert ist, könnte man meinen, sie wüssten es besser, als nachts draußen herumzuwandern. Mein Gott, was ist gerade los mit meinem Satzbau? Es wird schon hell. Langsam mache ich mir Sorgen, dass sie einer Hexe über den Weg gelaufen sind. Ich schlage vor, wir suchen gemeinsam nach ihnen, falls sie nicht bald zurückkommen. Ich frage mich, woher sie nach einem derartigen Prozess die Energie nehmen. Miau. Oh, Nora, wo hast du denn nur gesteckt? Guten Morgen zusammen. Was meinst du mit guten Morgen? Wo wart ihr zwei die ganze Zeit? Entschuldigung, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern würde. Ich hätte erwartet, dass du es besser weißt, Luke. Was habt ihr so spät noch draußen gemacht? Tut mir leid, Professor. Wir haben nach Nora gesucht. Ihr habt nach Nora gesucht? Ihr wart also beide besorgt, weil Nora verschwunden war? Naja, wenn Sophie nach Hause kommt, will sie Nora doch sicher sehen, oder nicht? Schließlich ist sie ein Familienmitglied. Oh, ihr Lieben, das ist sehr umsichtig von euch. Vielen Dank. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr nicht noch einmal so spät abends draußen herumläuft. Das ist einfach zu gefährlich. Denkt nur an all die Hexen. Versprochen. Tut mir leid, Chefin. Mir tut es auch leid. Oh je, es ist schon beinahe Morgen. Warum geht ihr beiden euch nicht waschen? Ich habe schon Frühstück gemacht. Beeilt euch. Jawohl, Chefin. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich richtig Kohldampf. Du auch, Luke? Jetzt, da sie es erwähnen, ich bin auf jeden Fall bereit fürs Frühstück. Ihr beiden seid ja ganz versessen aufs Essen.
Ich für meinen Teil würde lieber etwas mehr schlafen. Also gut, frühstücken wir und machen uns auf den Weg ins Gericht. Einverstanden, Professor. Sophie ist ganz bestimmt einsam. Oh, und Herr Wright, könnten Sie ihr eventuell etwas aus der Bäckerei mitbringen? Darauf können Sie sich verlassen. Sophie wird sich sicher über Frau Beckys selbstgebackenes Brot freuen. Kommt, worauf wartet ihr noch alle? Frühstück ist fertig. Ist ja gut, wir kommen schon. Nun denn, lassen wir uns schmecken. Nee. Mir scheint, wir sind alle aufbruchbereit. Sollen wir uns auf den Weg ins Gericht machen? Kann sich jeder an den Weg dorthin erinnern? Klar, wir gehen einfach Richtung Osten. Und dann ist es auf der anderen Seite des Waldes, richtig? Also los, Sophie ist inzwischen bestimmt traurig und einsam. Gehen wir! Gut, ich würde an dieser Stelle sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies ist Ananas, haut rein, bis dann und ciao!